Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow. Alle Produkte für heute kosten nur 10 Euro in der nächsten halben Stunde. Pickepacke voll mit Produkten aus allen Sparten von Pearl TV. So viel wissen wir, mehr wissen wir allerdings nicht, weil das ist eine Überraschungsshow. Sie wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, was kommt. Aber es ist immer spannend und lohnt sich zuzuschauen. Also, ich würde sagen, wir legen gleich mal los, Ralf. Habe ich was vergessen? Ja, den Buzzer zu drücken, damit Diana kommt. Buzzer zu drücken. Wenn Ihnen ein Artikel gefällt, immer schnell sein, weil wir haben nur ein begrenztes Limit oder Kontingent und maximal 5 Mal. Hallo. Wenn wir Hallo nichts Diana. Anderes sagen, Vielen dürfen Dank. Sie jedes Produkt bestellen. Wir beginnen mit oh, mit Diana. Oh. Mit Schönheit. Mit einem Engel. Oh. Wow, den darf ich dir gleich mal gar geben. Nicht, aber ist. Zwei Engel auf einmal. Aber das ist ja wunderschön. Oh, ich sehe ein Solarpanel. Der ist also auch noch beleuchtet. Ja, genau. Guck mal hier. Oh, wie schön. Oh, wow. Er hat einen Heiligenschein. Unser kniender Solar-LED-Schutzengel ist das. So ist er beschrieben. Aber kann natürlich Ihr persönlicher Engel sein, für was immer Sie ihn brauchen. Für sehr geschmackvoll hier. Das ist auch richtig gutes Material, aus dem der gemacht ist. Ist der aus, ich muss es ja hier steht. Polyresin hier. Müsste der sein. Der ist also absolut witterungsbeständig. Hat auch ein gewisses Gewicht. Und natürlich ist das wunderbar. Engel können wir alle gebrauchen im Vorgarten oder ganz einfach im Eingangsbereich. Aber ich sehe das auch auf dem Friedhof, auf einem Grab eines lieben Menschen. Ich glaube, das ist auch mal eine Friedhofsverzierung, die nicht jeder hat und die einfach auch Wertschätzung des verstorbenen Menschen noch mal ausdrückt, oder? Ja, und das ist dieses, wie heißt es, Polyresin. Hat so diese Marmor-Optik, sieht also sehr, sehr edel aus. Und wie gesagt, er leuchtet, er hat diesen Heiligenschein, der leuchtet, also ganz, ganz andächtiger, kniete dieser Engel hier und beschützt sie vor den Bösen dieser Welt. Also richtig toll, das ist richtig ein schönes, schönes Schmuckstück, kann man mal sagen, was eigentlich auch überall in der Wohnung hinpasst. Und sehr, sehr symbolträchtig, wenn wir es nochmal umdrehen, da sieht man erst noch den zweiten Blick, der Engel hält auch noch ein Herz in der Hand. Oh. Also da ist viel Liebe, viel Zuneigung drin. Ich muss sagen, mit viel Liebe zum Detail gemacht, auch das wallende Haar des Engels, was ich jetzt von hinten sehe. So könnte es bei Ihnen im Garten aussehen. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht nur im Garten, sondern vielleicht auch, ja, wenn man eben wieder an liebe verstorbene Menschen gedenkt oder denkt, dann das auch einfach auf dem Friedhof, aufs Grab noch platziert. Und immer, wenn die Dämmerung kommt, dann beginnt der, ich sage jetzt mal, Heiligenschein zu leuchten. Ja, es ist einfach wunderschön. Bis zu 6 Stunden leuchtet der. Der hat einen Akku und dann leuchtet hier, sehen wir es mal, diesen Heiligenschein da. Ist sehr, sehr geschmackvoll. Richtig schönes, schönes Objekt zum Hinstellen hier mit eben Sinn und Andacht, kann man sagen. Ne? So wie er da kniet, mit dem Herz in der Hand. Sehr, sehr schön. Ja, und hier müssen wir natürlich die Hand drüber halten, weil Ihnen im Garten wird es auch so deutlich sichtbar sein, weil Sie keine Scheinwerfer im Garten haben. Aber ich finde das klasse, ist auch stattlich groß. Ich würde schätzen, da hat ungefähr 20 Zentimeter. 24,5 sogar. Und sowas jetzt für 10 Euro. Ich kann mir sowas vorstellen im Fachgeschäft 29 oder 30 Euro. Pearl.de sehen wir es, 19 Euro. Aber hier und heute eben für 10 Euro. Greifen Sie zu, bis zu 5 Mal ist das möglich. Und Ingo sagt Ihnen jetzt noch die Bestellnummer. Die Bestellnummer für unseren LED-Engel für Innenaußen ist die NX3765569. Denken Sie an die 569 am Ende, damit unsere Kollegen im Callcenter wissen, dass Sie aus der 10-Euro-Show angerufen haben und Sie den Spezial-TV-Sonderpreis bekommen. NX3765569 ist die Bestellnummer. So, jetzt geht es mir richtig gut. Ich habe immer so, wenn ich Engel sehe, immer, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, so ein positives Gefühl. Ich habe ein positives Gefühl, dass du jetzt den Buzzer drückst, oder? Ja, das hast mach du. Mal. Und wir wieder ein tolles Produkt kriegen. Und ich glaube, es wird wieder nur 10 Euro kosten. Da bin ich auch sicher. Aber wenn Ihnen was gefällt, bitte keine Zeit verlieren. Gleich ans Telefon, auch wenn Sie mehrfach während der Show oder während des Tages anrufen. All Ihre Bestellungen werden gesammelt. Sie zahlen maximal einmal pro Tag Porto bzw. Versand. So, jetzt beginnen wir mit etwas Schönes für ich sag jetzt mal, die Küche oder natürlich auch für den Tisch, für die Tafel, wenn man am Speisen ist. Es ist, du probierst es gleich aus. Es ist eine Salzmühle.
eine Salz- und Pfeffermühle. Und die geht automatisch an, wenn man es auf den Kopf stellt. Das ist cool. Also eine wirklich Automatik-Gewürzmühle. Ich bleibe jetzt nicht bei Salz oder Pfeffer. Es gibt auch Chili oder anderes Gewürz, das man hier reinmachen kann. Aber das hat einfach Stil. Ja, und heutzutage ist es ja gang und gäbe, man darf nachwürzen, weil akzeptiert ist, dass jeder einen anderen Geschmack hat. Ja, und der eine will mehr Salz, der andere weniger. Mehr Salz oder mehr Salz. Ja. Das finde ich auch schön. Aber schau mal, wie schön das ist hier, wie fein das gemahlen wird. Ja. Keramikmalwerk drin und sowas jetzt für 10 Euro. Viele haben ja solche Plastikspender auf dem Tisch stehen dann, ja, die man einfach heutzutage im Supermarkt kauft. Aber ich glaube, das hier sieht wesentlich stilvoller aus. Und durch das Schaufenster sehen wir auch, wenn man wieder nachfüllen muss. Ja, es ist ja auch ein Trendprodukt gerade, diese exotischen Salze. Ich denke an Himalaya-Salz. Ich war neulich im Supermarkt, da gibt es ja 4 verschiedene teure Salze, habe ich da gefunden. Die waren alle in dieser Kristallform und müssen natürlich auch gemahlen werden. Und dafür ist sowas natürlich ideal. Ist sehr, sehr schick hier von Rosenstein und Söhne natürlich. Diese Edelstahloptik kann man ganz einfach auf den Tisch stellen und dann wird alles gemahlen. Was würdest du denn reintun, Diana? Pfeffer oder zum Beispiel Kräuter auch. Kräuter? Und so für, ja, natürlich. Und für mich, Pfeffer, Schwarzpfeffer riecht und schmeckt besser, wenn das ist frisch gemahlen. Natürlich. Richtig. Und noch was ganz Positives, das Ganze ist akkubetrieben. Das heißt, einfach wieder aufladen. Man hat auch keine Folgekosten. Ein Kundenbeitrag von Bettina aus Offenburg möchte ich Ihnen noch vorlesen. Tolles Produkt. Ich bin äußerst zufrieden. Nach schlechter Erfahrung mit Pfeffermühlen mit Markennamen bin ich hier endlich an ein Gerät ohne Fehler geraten und das können Sie jetzt auch. Ich würde Ihnen empfehlen, gleich 2 zu bestellen, eben Pfeffer und Salz. Vielleicht auch noch einen 3. für die scharfen Kräuter oder andere Küchenkräuter. Aber ich glaube, so sieht es wirklich stilvoll aus. Die Bestellnummer für unsere Pfeffermühle, so heißt sie offiziell, oder Akku-Gewürzmühle, das ist die NX8230 und die 569. Und ich denke mir, dass sowas, also eine automatische Mühle im Fachhandel mit Sicherheit 20 Euro oder mehr kostet, ja, jetzt für 10 Euro, da behaupte ich jetzt einfach mal wieder mal, günstiger kann es gar nicht werden. Also Sie sehen, wir sind in allen Bereichen wirklich zu Gange. Ja, Engel, jetzt waren wir beim Essen. Jetzt du hast das Gefühl gehabt, dass ich buzzer, ich habe gebuzzert und ich habe gesagt, es kostet 10 Euro und es hat 10 Euro gekostet. Ja, jetzt bin ich für Spielzeug. Sag jetzt mal, das Spielzeug kommt. Spielzeug. Das wäre jetzt schön. Dann beeindruckst du mich jetzt wirklich. Das ist zu klein. Das ist zu klein für Spielzeug. Es gibt kleine Spielzeuge. Ja. Nein, das ist kein Spielzeug. Das ist kein Spielzeug. Kein Spielzeug. Kann man es auch nicht als Spielzeug benutzen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist. Ich weiß, was es ist. Da könnte ein Ohr drauf sein. Ein Hörverstärker ist das. Für 10 Euro? Nee, du willst mich jetzt ein bisschen veräppeln, oder? Nee, es ist ein New Gen Medicals Gehörverstärker. Ein bügelloser ITE-Hörverstärker. ITE steht für in the ear, also im Ohr drin. Dadurch ist er natürlich nicht sichtbar, also fast nicht sichtbar. Und Ralf, Diana, ihr wisst das, man verliert so das Augenlicht mit der Zeit. Man braucht irgendwann eine Lesebrille und so weiter. Mit unserem Gehör ist es ganz genauso. Wir merken das gar nicht, aber unser Gehör lässt nach. Und wenn man dann Gesprächen nicht mehr so folgen kann, dann ist ein Hörgerät eigentlich am Platze. Aber hier bieten wir Ihnen jetzt eben die Gelegenheit, das mal mit einem Hörverstärker auszuprobieren, ob Ihnen das was bringt. Das verstärkt also die Außengeräusche direkt ins Ohr rein. Und dieser hier ist besonders, weil er eben auch noch speziell auf Stimmenfrequenzen fokussiert ist. Das heißt, Umgebungsgeräusche nicht so, aber eben Stimmen. Und das ist das, worauf es ankommt, dass man Gesprächen wieder folgen kann. Ingo, was ich hier phänomenal finde, ist, dieser Knopf verschwindet komplett im Ohr. Der ist unsichtbar. Also ich bin jetzt gerade, ich musste zweimal reinschauen, dass ich es einmal sehe. Das ist ja kleiner als ein Fingernagel. Und Ohrpaarstücke sind dabei. Übrigens, die menschliche Frequenz spielt sich im Frequenzbereich oder die Stimme zwischen 300 Hertz und 4000 Hertz ab. Mhm. Unten ist sogenannter Drittschall. Das müssen wir nicht hören. Und oben raus gibt es Zwietsche und Gepfeife. Und genau diese Frequenzen werden verstärkt. So, und den stecke ich jetzt mal ins Ohr, ohne ihn anzuschalten, weil ich höre Gott sei Dank noch gut. Aber schauen Sie mal her, sehen Sie jetzt, dass ich einen Hörverstärker trage? Es ist eben nicht dieses klobige Ding, was du hinterm Ohr hast oder was runterhängt. Das ist eben sehr, sehr unauffällig und ideal, das mal auszuprobieren. Ich meine, 10 Euro, was haben Sie zu verlieren? Einfach mal ausprobieren, wenn Sie merken, dass Sie den Fernseher mal tierisch laut machen müssen, dass Sie Ihre Nachbarn vielleicht beschweren oder Ihr Partner, dass Sie immer so laut Fernsehen gucken müssen. Hier ist ein Hörverstärker zum Ausprobieren ideal. Mit der Bestellnummer NC 4950 569. NC 4950
49 50 569 ist die Bestellnummer für diesen Wörterstärker. Kinderleicht zu bedienen. Sie sehen das an, aus und dann ist oben noch dieser Plus, Minus bedeutet laut und leise. Kann man also noch individuell einstellen. Diese Silikonproppen da am Ende sind auch mehrere dabei, dass es also wirklich für jede Ohrform passt. Ideal, verschwindet leicht im Ohr und... Hörverstärker für 10 Euro ist der Wahnsinn. Ja. Vielleicht, wenn Sie sich mal erkundigt haben, was solche Sachen regulär kosten. Also Sie sehen, es lohnt sich jeden Tag die 10 Euro Überraschungsshow einschließen. Und wir sind ja heute ein bisschen so mental unterwegs. Und ich garantiere jetzt, ich hell sehe jetzt mal, dass Ingo gleich den Buzzer drückt. Das stimmt. Und? Ich kann mich gar nicht wehren. Ich drücke jetzt einfach mal. So, aber jetzt, das wäre jetzt groß genug für Spielzeug. Ein großes Spielzeug. Danke. Das ist Spielzeug für mich. Spielzeug für dich. Das behält sie gleich selber. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt. Du darfst, komm, wenn es Spielzeug für dich ist, bitteschön, Diana. Bitte. Das ist. Zeig mal her. Also das muss man jetzt wirklich sagen, ist 1:1 der Treffer. Diana ist eine herausragend gute Bäckerin. Das also kann sie ich kann nur bestätigen. Ich schwöre, heute Morgen, ich habe diesen meinen weg. Weggeworfen. Geworfen, ja. Den alten. Ja. Warum? Ich schwöre, weil das war schon... Sag mal, das ist ja jetzt nicht so eine Backform, hätte ich jetzt geschätzt. Eine Backform, 10 Euro. Jetzt sehe ich da aber 1, 2, 3, 4, 5 Backformen. Ja? Das heißt, wir kriegen jetzt alle 5, guck bitte auf dem Zettel, ob das stimmt, alle 5 Backformen für 10 Euro. Und die sind alle antihaft beschichtet natürlich. Ich nehme das heute, okay? Haben die einen besonderen Namen? Weil dieses Kranz, das ist ja abnehmbar, also ganz flexibel. Springform, genau das war. Siehst du, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Springform braucht man einfach in der Küche für Kuchen, für Quiches, so viel, was man da drin machen kann. Und gerade wenn man mal nicht so einen großen Kuchen backen will, sondern einen kleinen. Oder vielleicht, gucken Sie mal hier, diesen Turm. Wenn man so einen Hochzeitsturm mal backen will, sich an sowas versuchen will, ist das ideal. Ja, also wenn du jetzt immer, ja, man kann es auch, ist auch sehr robust, auch man kann es auch mal runterwerfen. Ja. Aber das ist eine gute Idee. Natürlich, wenn du jetzt fünf Kuchen machst, kannst du die stapeln. Dann hast du eine richtige schöne Pyramide, Kuchenpyramide. Ja. Aber ich denke, es gibt für jeden Anlass die richtige Größe. Diana, der Kuchen, den du mir backst, du hast mir eine Linzertorte versprochen, bitte in der großen Form machen, ja? Okay. Diana hat mal einen hervorragenden Honigkuchen gemacht. Hast du gemacht mal, ne? Ja. Vor 2, 3 Monaten. Das war fantastisch. Das war mein Lieblingskuchen. Ja, und wenn Sie auch gern backen, ich bin jetzt mal völlig sicher. 5 dieser Formen, günstiger als 10 Euro, können Sie nicht bekommen. Antihaft beschichtet, alle Größen. Vielleicht auch mal ein Kuchenexperiment, eben das, was wir vorhin gesagt haben. Die Kuchenpyramide zu einem besonderen Anlass. Ich glaube, da werden manche staunen, wenn Sie sowas plötzlich präsentieren können. Ja, hat auch übrigens Rita B. aus Darmstadt geschrieben, auch mal einer alleinstehenden Person einen kleinen Kuchen backen zu können. Das ist eben das Tolle hier, dass wir hier die verschiedenen Größen haben. Ach so. Ja, für mich. Also ich bin auch alleinstehend, aber der große Kuchen, den will ich, Mensch. NX7997569 ist die Bestellnummer für unser 5er-Set mit den verschiedenen Größen. Schauen Sie sich das an, das ist doch ein Gedicht, dieser Anblick von diesen Kuchenformen. Rufen Sie am besten gleich an, 10 Euro für 5 Kuchenform. Und das ist jetzt genau ein Artikel zum richtigen Zeitpunkt, muss man jetzt nochmal sagen. Genau. Jetzt beginnt man dann, ja, es wird früh dunkel und das Wetter ist auch nicht mehr so, dass man rausgeht. Jetzt mal backen eben. Ja, in der Weihnachtsbäckerei. Das vielleicht auch schon Anfang Oktober. So, komm, lass uns weitermachen. Machen wir weiter. Bevor Ingo anfängt. Oh, Ingo, wir haben Preisalarm. Wie habe ich das gemacht? Hier ist jetzt wieder super. Hier ist jetzt ein Produkt. Ich das gemacht? Ein Produkt drin, was normalerweise ist es für mich? Wesentlich, macht ja nichts, wesentlich teurer ist als 10 Euro. Und deshalb eine Begrenzung, ein Stück pro Besteller. Also ein Stück pro Besteller. Egal, was da rauskommt. Eine Lampe für 10 Euro. So, jetzt pass mal auf. Was meinst du, wie viel haben wir da drin? Also wenn ich hier mal zähle, so grob würde ich sagen 10, 15. Knapp, ganz knapp. Diesen Lampen? Es ist ein 16-teiliges Set. Mini-Solar-LED-Wegleuchten mit Dämmerungssensor. Und so kommen sie zu Ihnen. Dann setzt man gerade, gib mal so ein Teil bitte. Mhm. Schauen Sie mal, das hier sind die Einzelteile. Hier ist ein Erdspieß drin. Und das ist alles, was Sie tun müssen. Bei 16 Lampen natürlich. So, hier den Erdspieß rein. Und dann hier die Lampe einschalten. Schauen wir mal, On-Schalter. Jetzt leuchtet schon Dämmerungssensor. Sie sehen das. Und das setzen Sie jetzt einfach hier drauf.
gucken Sie mal. So, und jetzt ist die Installation vollzogen und das kommt jetzt an Wegrand. Ich darf dir das geben und es leuchtet schön. Edelstahl sehen wir hier und jetzt 16. Da kann man also wirklich ein paar Meter Weg eigentlich komplett schön ausleuchten. Hier sehen wir das bei einem, ich sage jetzt mal, Naturgarten. Da sieht es schon schön aus. Ja, aber ich kann mir das auch vorstellen, wenn so ein Weg gepflastert ist, wie man es oftmals hat, dass man da links und rechts alle zwei Meter ein solche Wegläuche aufstellt. Ich finde das unglaublich. 16 Stück für 10 Euro. Das heißt, eine kostet deutlich weniger als 1 Euro, sondern 70, 80 Cent, würde ich mal sagen. Die ist, doch, meine leuchtet hier auch. Also, das ist ein richtig angenehmes Licht. Ich kann dir ehrlich sagen, ich war neulich komplett geflasht. Ich war in einem 1-Euro-Shop und habe dort solche Wegleuchten für 1 Euro gesehen. Ein Stück. Jetzt denke ich, ich habe gedacht, das wäre unglaublich günstig. Da würdest du jetzt für 16 Stück 16 Euro bezahlen, ganz, ganz klar. Hier haben wir ein 16er-Set für 10 Euro. Das ist der Wahnsinn. Benjamin aus Hannover hat es ausprobiert. Er schreibt uns, die Lampen beleuchten meine Balkonpflanzen. Das sieht sehr hübsch aus. Ach, und Eike aus Graz verwende die Leuchten, um unsere Graslandepiste am Modellflugplatz zu markieren. Beste Erfolge. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Da sehen wir auch den regulären Preis. 20 Euro für 16 Stück ist immer noch sehr günstig, aber braucht sie nicht zu interessieren. Jetzt einmalig 10 Euro und das mit der Bestellnummer NX5886 und die 569. Und Sie denken bitte dran, das ist hier in der 10-Euro-Show unser Preisalarm. Das heißt für Sie maximal ein Stück pro Besteller bzw. ein Set. Es sind ja 16 Stück. Und auch das mit dem Balkon fand ich eine sehr sympathische Idee, weil die Balkonkästen sind halt jetzt ein bisschen verwaist. Ja. Aber auch diese Landebahn, da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, rufen Sie an. Unsere gebührenfreie Telefonnummer ist offen und sammelt all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag. Sie brauchen nur einmal Versandkosten zu bezahlen. Also wenn Sie schon was haben, können Sie ruhig noch mehr bestellen. Es kostet nicht mehr Versandkosten. Ich kann nur den Kopf schütteln. Ich weiß, das ist ein Produkt, das ist ein Pulsoximeter. Mhm. Ein Produkt aus unserem aktuellen Programm. Aber das jetzt für 10 Euro. Und das finde ich finde das sehr beruhigend. Puls messen und zwar einfach einschalten und jetzt legen Sie es auf den Finger. Ja? Und jetzt wird der Puls und der Blutsauerstoff gemessen. Es ist ein medizinisches Produkt, Medizinklasse 2. Ganz genau. Ja? Und das ist eben enorm. Und hier, und was ich auch schön finde, ich bitte Sie mal an meinem Finger zu bleiben. Wenn ich es so halte, ja, sehen Sie die Zahlen so, wie ich sie sehen müsste. So sehen Sie. Und jetzt dreht sich aber, wenn ich den Finger drehe. Ich kann so drauf schauen, ich kann so drauf schauen. Ja, und ich habe jetzt 91. einen Puls von 84 und eine, schauen Sie mal, dreht sich. Gucken Sie, sehen Sie es? Puls 85, Sauerstoffsättigung 93%. Guck mal gleich bei mir. Was hast du denn? Oh. 92. Wir sind ganz ähnlich, aber sehen Sie das mit dem Drehen. Aber jetzt, und jetzt, warte. Batteriebetrieben, abschalten, kann man um den Hals hängen. Ja, mach mal noch ein paar Liegestütze, lauf zweimal um den Block und dann geht der Puls eben nach oben. Wolltest du das auch mal messen? Ich will es gerne auch mal probieren. Ich kenne das übrigens von meiner letzten OP. Als ich aufgewacht bin aus meiner OP, war so ein Gerät an meinem Finger dran, einfach zum Kontrollieren. Aber ich glaube, das ist auch gerade, wenn man gerne wandert oder Sport macht, immer mal interessant, das anzuschauen. Sauerstoffsättigung ist ganz, ganz wichtig, weil das oftmals ein Indikator ist für irgendeine Fehlfunktion. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe 95 und 71. Also 95 71 Puls, der ist ruhig. 71 ist ruhig. 97 schon. 113. Durch deinen Sport jetzt? Mhm. Wow. Wow. Aber da sieht man, wie das in Echtzeit misst. Aber jetzt nochmal, das ist ein aktuelles Produkt aus unserem aktuellen Programm. Und ein Pulsoximeter, medizinische Zulassung. Ich denke mal, Normalpreis wird so um die 30 Euro sein. Ja? Bei uns bei Pearl.de schon sehr günstig, aber für Sie hier und heute jetzt 10 Euro. Und man kann auch die ganze Familie damit ausstatten. Ich glaube, es ist immer mal interessant, wenn man ohne Schmerzen, ohne Probleme in wenigen Sekunden seinen Puls sich anzeigen lassen kann oder messen kann. Ja? Ganze Batterie betrieben, Auto. Automatikabschaltung. Ich glaube, da wirst du maximal einmal im Jahr so eine neue Batterie reinmachen müssen. Nee, die sind sehr, 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 sehr lange hält die Batterie. Und das ist ein Medizinprodukt der Klasse 2. Das heißt, es sind richtige Werte, die sie da rauskriegen. Unser Medical Sauerstoffmessgerät und Pulsoximeter mit LCD-Farbdisplay mit hoher Genauigkeit hat die Bestellnummer NX8740569. Ist ein tolles Produkt. Ein richtig tolles Produkt. Das war früher wirklich nur im Krankenhaus oder beim Arzt möglich. Jetzt machst du es an den Finger und hast sofort den Überblick. Also ich finde das phänomenal.
Und wenn Sie auch so denken wie ich, jetzt ran ans Telefon. Und wenn du richtig tickst, dann gehst du jetzt ran an den Buzzer. Und wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Mensch, hier kommt ein Hammer nach dem anderen. Aber viele verschiedene Sparten wieder, ne? Ich finde das ganz, ganz toll. Du bekommst das, ich bekomme das blaue Zettelchen. Mittelschwer. Oh. Golfball. Würde man zuerst denken, ne? Es ist aber sehr stabil und es ist eine Lampe. Ich habe hier vier Stück. Wie viel kriegen wir denn? Zwei. Das ist ein Zweier-Set. Aber was ich hier, stimmt das? Ich lese hier Keramik. Oh ja, weil man weiß ja nie, bei solchen Lampen wird man heute nachgeschmissen aus Kunststoff. Aber das hier ist Keramik. Eine kabellose LED-Dekoleuchte aus Keramik. Und zwar im Zweier-Set. Jetzt muss ich die mal einschalten. Oh. Aber ich glaube, durch diese Golfball-Optik, so nenne ich das jetzt mal, hat das mit Sicherheit ein ganz, ganz schönes Lichtbild, was wir hier haben. Was ist, oder Lichtstreuung, was es dann auf dem Tisch oder auf dem Regal verteilt. Das sieht ja super elegant und enorm aus. Also ganz tolle Optik. Das Licht, was diese Lampe macht, ist ja Wahnsinn. Auch diese Strahlen, die hier rauskommen, durch diese, wie du sagst, Golfball-Optik, geht es ja in alle Richtungen hier. Richtig, richtig schönes Licht ist das. Jetzt lasse ich meine mal aus und stelle die nebendran hier. Das sehen wir mal. So sieht sie ausgeschaltet aus, so an. Ich glaube, selbst in unserem Studiolicht sieht man den Unterschied. Aber hier zwei auf einem Regal finde ich das toll. Wir haben es vorhin draußen gesehen, auf der Terrasse. Und ich finde eben diese Lichtstreuung so unglaublich beeindruckend. Das ist ja auch ganz, ganz in jetzt, gerade auch zur Weihnachtszeit, diese, diese Keramiksachen, die man über Teelichter macht, dass man da eben tolles Licht bekommt. Diana hat die hellste Lampe. Hier sehe ich gerade. Die ist richtig hell und richtig tolles Licht macht die. Die macht richtig tolles Licht durch diese Streuung, eben durch diese Löcher, Golfballoptik, wie du gesagt hast. Und wie, würde ich mal sagen, so 7-8 cm Durchmesser? Ich muss gerade mal schauen, Durchmesser 83 mm, also 8,3 cm. Aber ich habe hier noch zwei Kundenzuschriften. Einmal von Miriam aus Celle. Sieht sehr edel aus, nicht nur zu Weihnachten. Ideale Geschenkidee, klasse Verarbeitung, geringer Energieverbrauch und leuchtet sehr schön. Und die Christa aus Gröppelin schreibt uns, ich habe die Kugeln auf meinem Balkon und sie machen ein schönes, warmes Licht und das Design ist auch perfekt. Also, das kann ich nur sagen. Und hier schauen Sie, so kann es bei Ihnen aussehen. Das Zweierset für 10 Euro. Keramik, kein Kunststoff, das ist noch wichtig. Mit der Bestellnummer NC 6939 und der 569 kommt dieses zu Ihnen. Und ich glaube, das ist auch wieder mal so ein besonderes Deko-Artikel, Leuchtartikel, also ein Leuchtelement, was nicht jeder hat. Nee, das ist es ja. Wir haben hier so wirklich, wir sind sehr viele Leuchtartikel. Und das ist wieder so einer, den sonst niemand hat. Das stimmt. Und das ist ja auch immer schön, wenn man irgendwie Besuch kriegt und die sagen, Mensch, ist das toll. Ja, sie denken bitte dran. Ja, die 10-Euro-Show gibt es natürlich nicht nur heute. Du darfst natürlich jetzt ruhig schon buzzern. Sondern gibt es jeden Tag um 19 Uhr. Und wir werden auch ganz, ganz viele Geschenkideen in den nächsten Tagen und Wochen noch haben. Wenn Sie selber etwas sagen, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich wüsste jemand, der es braucht. Denken Sie vielleicht dran, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft nicht nur zu Weihnachten. So, jetzt wird's groß. Das beste Geschenk. Das beste Geschenk. Das ist. Das ist ich liebe das. Ich habe das einmal verschenkt und ich kann euch auch sagen, wozu. Ja, weil das, gibt das auch Diana? Natürlich, Entschuldigung. Die klaut das Geld schon nicht. Diana, nee, die kriegt auch ein bisschen Geld. Das ist natürlich ein XXL-Sparschweinchen, würde man sagen, eine Sparbüchse. Aber jetzt erstens mal mit Zählwerk, aber das zweite ist noch, man hat ja hier diesen Platz und man muss nicht unbedingt das Geld sehen. Jetzt gibt es ja viele, die sparen auf etwas. Ich sage jetzt mal New York Urlaub. Ja? Jetzt machst du hier einfach ein Bild von der Skyline von New York rein. Und das zeigt praktisch das Urlaubsziel. Oder Bild von, ich übertreibe es mal, von einem Ferrari. Ja? Also ist die Sparbüchse, wenn sie voll ist, reicht es fast für einen Ferrari. Ja? Aber ich weiß nicht, wie viel da reinpasst, aber das könnte knapp werden, glaube ich. Aber das Tolle ist halt dieses Zählwerk. Das erkennt alle Münzen automatisch von 1 Cent bis 2 Euro. Schauen Sie mal, da sind jetzt 38 Cent drin. Jetzt steckst du noch einen Zehner rein und müssen es 41, dann war es schon 41. Ja, man muss noch ein bisschen reinstecken, bis es der Ferrari gibt. Man darf übrigens auch Scheine reinmachen und dann ist so eine Plus-Minus-Taste. Also beim Rausnehmen, nee, das lassen wir beim Reinmachen. Plus kannst du auch manuell machen. Ja, also das ist für Scheine. Aber man hat immer, wenn man das möchte, die Übersicht, wie viel Geld habe ich denn jetzt schon gespart. Ist vielleicht auch eine Motivation für die jungen Menschen von heutzutage mal ein bisschen mehr zu sparen, wenn man gleich mal das Erfolgsergebnis hier hat. Das ist ja im Prinzip ein elektronischer Kontoauszug. Es ist ein elektronisches Zählwerk, ein elektronischer Kontoauszug, genau. Stefan B. aus Köln schreibt, eine tolle
alle Speiche für groß und klein. Auf einmal wird auch Kupfergeld wieder interessant. Diana, brauchst du mehr Geld? Diana geht sammeln. Diana will noch Geld. Ich habe jetzt meine Arbeitshose an. Ralf, gib ihr mal ein bisschen Geld. Ja, guck mal, mein letztes Vermögen habe ich doch schon hier drin. Das ist zu wenig. Also, wir müssen noch ein bisschen sparen, bis es für den Ferrari oder den Sportwagen reicht. Aber ich finde das klasse, so eine XXL-Spardose. Vielleicht auch ein schönes Geschenk zur Hochzeit. Man verschenkt ja zur Hochzeit gern Geld. Ja, und dann macht man noch ein schönes Bild rein, steckt dann das Geld in Kleingeld hier rein. Ja, also ich finde, das ist richtig klasse. 3,8 Liter. Jetzt kannst du bis morgen mal ausrechnen, ob das reicht für einen Ferrari, wenn das voll ist mit 5 Cent Münzen. Ja, mit Goldmünzen würde das reichen. Brauchst du 3-4 Stück nur. NX 69 27 569. Ein großer Spaß, diese Spardose. Du kannst dir vielleicht ein Modell Ferrari kaufen. Das reicht, dann wird er dann reichen. Ja, da würde es mit Sicherheit reichen. Ja, aber so als Urlaubskasse. Guck mal, machst du Palmen rein und dann wirfst du Geld rein. Komm, Buzzer, wir machen weiter. Nächstes Produkt. Mensch, haben wir heute wieder Hammer hier drin. Den Engel am Anfang, der geht mir immer noch ein bisschen nach, weil der so herzig aussah. Mhm. Ja, aber jetzt schauen wir mal, was wir haben. Was möchtest du? Ich nehme diesmal das Paket. Okay, das Paket. Ich nehme das goldene Kuvert. Auspacken. Und wir schauen, ist relativ schwer. Oh, das ist jetzt natürlich klasse. Wow. Wow, jetzt sind ich hab da mal drei Kerzen und eine Fernbedienung, wenn ich das richtig sehe. Pass auf, es ist wirklich ein Dreierset LED-Echtwachskerzen mit beweglicher Flamme, mit Fernbedienung und die sind auch noch dimmbar. Jetzt habe ich erst neulich, ich sag mal, an anderer Stelle in einem Prospekt Echtwachskerzen gesehen und da war eine, die war ungefähr in dieser Größe und die hat 14,99 Euro gekostet. Und hatte keine Fernbedienung. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eine Fernbedienung hatte, aber es war eine für 14,99. Jetzt haben wir hier das Dreierset mit Fernbedienung, dimmbar, mit beweglicher Flamme. Es ist echt Wachs, das ist auch wichtig. Und jetzt für 10 Euro, also jetzt kann ich nur sagen, Kerzenliebhaber, sofort ran ans Telefon und sich dieses Dreierset nach Hause holen. Nein, die Flammen, guck mal, wie die wackeln, das sieht aus wie echte Flammen, ist aber natürlich total ungefährlich. Also vielleicht auch für ältere Leute oder für Kinder, die können jetzt auch echte Kerzen haben. Es ist echt Wachs und sieht auch sehr echt aus. Das Tolle ist diese Fernbedienung. Diana, gibst du mir mal die Fernbedienung? Ich habe auch so Kerzen zu Hause und als meine Nichten klein waren, konnte ich die unglaublich damit beeindrucken, indem ich Folgendes gemacht habe. Wirklich aus hier. Aus der Entfernung aus. Aber ich konnte sie auch wieder anpusten. Ja, okay. Und konnte sie wieder anpusten. Also jetzt kenne ich die natürlich auch noch aus meiner Kindheit. Meine Mutter hat immer Kerzen geliebt, aber die waren echt brennend. Und die hatten immer ein Problem. Irgendwann ist das Wachs rausgelaufen und hat die Tischdecke eben total versaut. Ja? Und da sehen wir, wie schön das leuchtet hier. Das geht nicht, die hat keinen Luftzugsensor, aber die Fernbedienung ist dabei. Und ich habe hier einen ganz interessanten Kundenbeitrag von Svenja aus Ketsch. Sie schreibt uns, die Kerzen sehen sehr lebensecht und romantisch aus. Durch die bewegte Flamme ergibt sich ein ruhiges, atmosphärisches Bild. Andere Modelle mit Flackereffekt und fester Flamme erscheinen dagegen nervös und künstlich. Und jetzt kommt's, die Kerzen reichen vollkommen aus, um in der Dunkelheit einen gedeckten Tisch für 4 Personen zu erleuchten. Ja? Also ich finde das klasse, Echtwachskerzen, LED, 3 Stumpenkerzen, sagt man, glaube ich, dazu. Aber der Preis ist natürlich der Wahnsinn, 10 Euro. Und ihr seid 2 richtige Spielkinder. Ja, das macht einen Spaß. Aber schaust du mal, dimmen kann man auch. Dimm die mal ein klein bisschen runter. Genau, die haben sogar noch einen Timer, sehe ich hier gerade. Auch noch, dann schalten sie sich auch noch automatisch ab. Ich sage Ihnen so lange die Bestellnummer. Das ist die NX8398 und die 569. Ein Dreierset, 3 verschieden so großer Echtwerkskerzen mit beweglicher Flamme und die Fernbedienung. Ingo gibt sie nicht mehr her. Ich gebe sie nicht mehr her. Beeindruckende Produkte heute, angefangen von unserem Engel bis hin zu unseren Dreifachkerzen. Ich glaube, da war auch für jeden was dabei. Vielleicht auch für Sie. Dann gehen Sie jetzt bitte ans Telefon. Kostenlose Rufnummer 0800 51 51 dreimal die 4 und sichern Sie sich Ihr Schnäppchen, bevor Ihnen die anderen alles vor der Nase wegschnappen. Was war dein Lieblingsprodukt? Bei ihr waren es die Backformen. Bei dir die Kerzen. Bei mir den Engel. Und Spardose. Sie gehen jetzt bitte ans Telefon und bleiben Sie bei uns. Es geht spannend weiter.